Dann mal los. Ah, ich dachte, da käme ein Video oder so. Ich glaube, wir sind noch ganz gut aufgestellt mit Items. Okay, got it. Was dit? Wo muss das noch mal rein? So, das war glaube ich oben, ne? Stimmt, über diese. Diese Brücke, die erst sichtbar wurde. Ja. So. Okay. Das hätte ich mir beinahe gedacht. Ich möchte aber nur noch kurz runtergehen, um zu gucken, was da noch so ist. Das war jetzt ja relativ schnell. Oh, das ist ja wunderlich mal wieder. Ah. Seht euch um. Seht euch um. Die Symbole, die Podeste. Seht ihr die seltsame Uhr auf dem Boden? Selbst ohne Zeiger ist sie wunderschön. Nun zum Rätsel. Hört nun gut zu. Der Tag erwachte bei der Waldestimme erklang. Was? Der Tag erwachte bei der Waldestimme klang. Die Stille zerriss, als der See seine Weise sang. Am Abend kam der rote Dieb, seine Beute zu jagen. Ein laut knurrte ihm der Magen. Am Abend. Wildschwein unten. Es wurde Nacht.
Schlechter. Schlaflieder wurden lange genutzt, um Wissen weiterzugeben. In meiner ruhelosen Seele Frieden bringen, indem ihr das Rätsel von Dima Paletti löst. Ich weiß nicht genau. Ich glaube nicht. Platzieren. Ich weiß ja genau, was das für ein Symbol ist hier. Dann nochmal. Oh, nochmal. Der Tag erwachte. Bei der Wahl der Stimme klang. Vogel. Am Abend. Der rote Dieb. Rote Dieb. Willst du nicht, dass das richtig ist? Der Tag erwachte. Bei der Waldestimme klang. Die Stille zerriss, als der See seine Weise sang. Hacker wachte. Der Tag erwachte. Der rote Dieb. Ah, der rote Dieb. Ein Fuchs. Ist das der Fuchs da? Muss ich mal kurz angucken hier. Das könnte der Fuchs sein. In dem See, dachte ich, vielleicht die Ente. Am Abend kam der rote Dieb, um seine Beute zu jagen. Nacht war dabei und Mitglied der Wächter. Er hütet den Wald. Okay, na, dann ist das auf jeden Fall. So. Und was kommt an den Tag? Der Tag erwachte. Der rote Dieb. Es wurde Nacht.
Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr das wissen solltet, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie die Reihenfolge hier ist. Ich bin da ein bisschen verloren. Das erste Rätsel kannte ich auch schon nicht. So, siehst du, dann können wir hier aber auch zurück. Und den offiziellen Weg gehen einfach. Wie wär's denn damit mal? Hier ist was los, ey. Geht's. Besiege Finsterzeit, Pfahlwurzel. Ich will euch ja nicht sagen, was ihr zu tun habt, ne? Aber ihr müsst diese Finsterzeit-Pfahlwurzel zerstören, um herunterzukommen. Wie schön. Apokalypse. Wenn ihr alle drei Schwachpunkte gleichzeitig anvisiert, könnt ihr den Dingen unten auf den Grund gehen. Gleichzeitig? Oh, fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Wenn ihr gewinnt, kommt damit. Na klar. Dann lass mich doch noch mal gucken, wenn das gleichzeitig werden soll. Nimm doch mal den mit. Weil, wegen dieser Frisbee und so. Okay, verstehe. Jetzt dauert das trotzdem natürlich ein bisschen, glaube ich. Thank you.
Ja. Auch weg. Ein Ziel. Dann warten wir hier noch ein bisschen.